Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tropico 5 und das Ganze zusammen mit dem Balthasar. Ja, servus, herzlich willkommen und mein Mitspieler ist der Ice Rider. Gut. So, können wir gleich loslegen? Ich denke schon, ja. Okay, dann gehen wir mal auf Stadt. Ich suche gerade noch meine Stadt. Ich muss gerade mal gucken, weil ich hatte eine Menge Aufträge das letzte Mal und ich habe Religionszufriedenheit, muss ich irgendwas machen, genau. Okay. Jetzt müssen wir schauen, ach, die Kirche baue ich schon, okay. Heute ist, meine Karte ist heute etwas buggy. Wieso? Der ist nicht ordentlich zu sehen, irgendwie so gefleckt ist die. Aber egal, ist sowieso nicht so wichtig. So, da stehen dicke Baukräne und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, schauen wir mal. Irgendwo sind immer alles Symbole. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchte gern Attentäter müssen ihn erwischen, solange er dort ist. Hä, habe ich nicht schon eine Botschaft mal gebaut gehabt irgendwie? Verstehe ich das jetzt nicht so ganz und kriege jetzt wieder eine Aufgabe mit einer Botschaft? Also ich musste eine Delegation losschicken. Ja, das habe ich auch gehabt und die wollen eine Botschaft von mir haben oder sowas. Und ich, mei, das Blöde ist, man erkennt das ja jetzt auch nicht unbedingt, was das da unten alles ist, ne? Die Botschaft ist normalerweise mit so einem grünen Dach. Boah. Da ist ein grünes Dach, okay. Das ist die Botschaft, tatsächlich. Also so türkisfarben halt. Aha. Ach, da muss man was für erforschen. Auch interessant. Gut, dann machen wir das. Okay, die fahren ja schon munter mit Autos hier rum. Kann man die so richtig schön sehen, wenn man da ranscrollt? Ja, ne? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Oh, da ist eine Haifischflosche. Könnte das ein Mercedes gewesen sein? Okay, aber weiter gucken. Ich habe zu wenig Arbeiter, glaube ich. Ja, ich guck gerade auch nach in so einer Fabrik und sehe, dass da gerade mal zwei drin sind von, keine Ahnung, acht oder sowas. Ah, ich brauche Transportunternehmen. Ich habe gedacht, es wären zu wenig Arbeiter, aber dabei werden die Güter nicht wegtransportiert. Ich brauche so. Bei mir wird's jetzt Zeit für ein zweites Transportunternehmen. Was ist das für ein Zeichen hier so schön? Also wenn du so durchgestrichene Sackkarre hast über dem Gebäude, dann ist es... Transportiert das nicht. Ja. Okay. Ich habe durchgestrichenen, ja, so einen Kopf oder sowas wahrscheinlich. Das heißt, ich habe wahrscheinlich zu wenig Leute da auch dran, ne? Ja, das kann dann auch sein, dass du wahrscheinlich zu wenig Arbeiter hast. Minus 90 Arbeiter steht da irgendwie auch in der Legende, Effizienz oder sowas. Super, ich glaube, ich muss mal mehr Hütten dann bauen vielleicht, dass mehr kommen, ne? Ja. Ist das da unten das vielleicht? Nee. Oh, ist das schwierig, ne? Muss man so viel überlegen bei so Wirtschaftsspielen. Ja, und die Zeit sitzt einem im Nacken. Genau so ist es. Da sind auch so komische Zahlen, die dann rot werden. Das sind dann die nächsten Wahlen, oder wie war das, ne? Ja. Ja, finanziell geht das eigentlich alles jetzt wieder. Ach, die Axt. Ja, finanziell habe ich im Moment auch keine Probleme. Ich könnte mal nachgucken, da gibt es doch diese extra Geldverdienmöglichkeiten im Hafen, ne? Handel war das, oder? Ja. Die laufen ja auch immer regelmäßig ab, ne? Hä, da geht nur Import, das ist ja voll doof. Kann ich nichts exportieren?
Ach so, okay, da sind mehrere Bereiche, da geht auch Export. Ja, da musst du mal durchklicken, das verteilt sich immer. Eisen. Ich glaube, ich habe hier gar keine Wolle, kann das sein? Ah, doch, da unten. Aber oh, zu wenig. Zu wenig. Da sind ja schöne Sachen dabei und wo kann ich denn sehen, was ich für einen Überschuss habe? Am Hafen selber irgendwo? Ja, ne? Ja. Ja, da ist jetzt nichts bei. Schade. Bürger kam ein Tropico an. Guck mal an. Ausländische Invasion, was ist los? Kommen da böse Menschen und wollen dich wieder zurück ins Reich holen oder was? In die Kolonie. Ja, das scheint so. Kriegsschiffe der die Achsenmächte wurden vor der Küste Tropico gesichtet. Hast du dich nicht richtig freigekauft, Oh, ich hä? sehe im Moment noch Stringer nichts. Junge, Ein Stimmung Handelsschiff in den sehe ich nun. USA ist an einem Tiefpunkt angelangt. Was muss man da bauen am besten? Militärbasis habe ich schon, dann bauen wir am besten noch eine zweite. Irgendwie ist das mit der Schulausbildung, glaube ich, das Problem. Habe ich denn keine Highschool hier? Ich habe doch ja auch eine Highschool gebaut, meine ich. Uni. Zeitung. Das sind Villen, ne? Oh, ja. Da ist er doch. Zack. Und das mit dem Manager habe ich auch noch nicht verstanden. Da steht immer wieder keiner. Komisch. Vielleicht ein Bug von der Linux-Version? Ja. Weil bei mir geht's ja, also das wäre das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte. Solange ich da drauf bin, steht da, ist das da, dann ist er auch eingestellt. Und wenn ich dann runtergehe, dann denke ich mal, und wieder drauf gehe, dann ist der Manager noch da. Oh, warte, wenn ich da unten das rote X drücke und das schließe, vielleicht ist er dann weg. Bricht man damit ab, kann das sein? Das weiß ich jetzt nicht, ich muss kurz was lesen. So, Manager hast du gesagt. Moment, aber ich gucke mal, wie es bei mir ist. Ja, jetzt ist das nicht weg, jetzt ist das da geblieben. Ich glaube, das hat das rote X unten, das schließt nicht die Karte, sondern bricht auch die letzte Aktion ab. Das könnte es vielleicht sein. Sicher. Bin mir nicht sicher. Nein, du hast recht, aber obwohl, jetzt sind in den anderen Hütten auch Manager und sowas drin. Keine Ahnung. Ist aber nicht schlimm. Hauptsache, wenn es geht, es geht und ist in Ordnung. Ja. Einige Panzer in unsere Finger bekommen
Damit haben wir im Handstreich große Teile Europas erobert, bis uns der Sprit ausgegangen ist. Wir haben die Vehikel verlegt und hierher. Jetzt kann ich mir noch ein paar schöne Dinge bauen, sagt er. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Alle möchte gern Attentäter müssen ihn erwischen, solange er... Wie ist denn meine Forschung jetzt so gegangen? Geht's da voran? Okay. Das habe ich alles, oder? So, jetzt gucke ich mal bei mir, wo irgendwelche Blechhütten noch sind. Und die nerven nämlich langsam. Also das mit der Forschung, diese Haken da, die sind relativ schlecht zu sehen, was du hast und nicht hast. Da musst du schon genau gucken, ne? Ja, es sind alle wegen, ja, fast weiß auf weißem Grund. Ja, fast. Ja. Das ist echt wegen. Keine ideale Idee. Nee. Jetzt hätten wir vielleicht anstatt dem weißen Haken den durch einen grünen ersetzen können oder so. Ja. Okay. Da sind noch so Hütten, das heißt, ich muss doch noch ein paar Häuser haben. Ist da irgendwo eine Mietskaserne, bauen wir jetzt noch? Muss erstmal rauszoomen, um das zu machen, dann sehe ich das besser, ne? Man baut da irgendwie, will da was bauen und, ne? Ne. Ist zu nah dran, damit man nachher sieht, was da abgeht. So. Ich wollte noch eine Fabrik bauen. Habe ich die jetzt gebaut? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh. Kann ich das wieder abreißen, was ich gebaut habe noch? Frühzeitig? Bau abbrechen. Ich habe schon gefunden, Bau abbrechen. Okay. Das war nicht so gut, was ich da gerade gemacht habe, glaube ich. Eins auf dem anderen gebaut, nicht richtig gesehen. ich depp. Na, kannst du sowas nicht sagen. Ja, ich habe das Gebäude genau falsch rum zur Straße hingebaut. Jetzt muss ich halt von der Rückseite eine Straße hinbauen. Natürlich nicht so pfiffig. So. Das ist alles nicht freigeschaltet. Das habe ich schon alles. Das
Das habe ich, glaube auch alles. Kann man das irgendwo sehen, wie viel man schon von was hat? Nee, ne? Das steht hier nicht in der Übersicht mit drin, ne? Welche Gebäude man schon besitzt? Genau. Ja, du kannst dich durch die Statistiken durchklickern. Mhm. Wenn du da diese Statistik aufmachst, da ist irgendwo sind da die Gebäude mit versteckt. Gebäude ganz unten. Ja. Jetzt wollen die schon wieder ein religiöses Gebäude. Ich bin hier nur am Kirchen bauen. Sie sind sehr gläubig hier von mir. Kann man die nur auf dem Berg bauen, oder was? Diese antiken Ruinen, oder wie sehe ich das? Nee, keine Ahnung, wo man die bauen kann. Präsidente, es ist so heiß draußen, dass ich gesehen habe, wie sich zwei Palmen um einen Hund stritten. Und eine Dürre gibt's. In Europa auch? Braucht sie etwas größere Plan für ein Familienkrieg und ein Armeenzentrum, um die Alliierten zu unterstützen. Und so wenig wie nie zuvor. Bei mir ist auch eine Dürre. Okay. Flimmert nicht schlecht. Das heißt ja wahrscheinlich, dass es hier gleiches Brennen anfängt, oder? Meinst du, das könnte passieren, ne? Aber irgendwie eine Feuerwehr kann man nicht bauen, oder? Nee. Aber du kannst die Felder bewässern. Und zwar siehst du da bei deinen Ackerböden und so, beziehungsweise bei der Landwirtschaft siehst du jetzt solche komischen Zeichen. Drehenden. Ja, da musst du mal draufklicken, das kostet das Bewässern nämlich 500 Euro. Okay. Oder Dollar oder was immer das ist. Ja, Dollar ist es. Also am Morgen richtig Geld ausgeben, meinst du, ne? Ja, ich habe das jetzt auch gemacht, weil einmal würde sonst der Ertrag einbrechen von der Landwirtschaft und ich vermute, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, fängt es auch irgendwann mal das Brennen an, wenn es nichts macht. Ist ja interessant, wenn die Hubschrauber kommen, ne? Ja. Vor allem 1926. Naja. Hab ich noch irgendwo was? Ich sehe, da dreht sich noch was, aber das ist was anderes. Ah, jetzt weiß ich, was ich da unten gebaut habe. Auch schön. Ah, meine Highschool brennt, alles klar. Löschen kann man das aber, wenn du darauf klickst. Okay. Wird bereits gelöscht, steht dann danach, aber ich weiß jetzt nicht, ob das durch mich, durch die 2000, die ich bezahlt habe, passiert, oder... Ah, da kommt ein Hubschrauber und macht das dann auch. Okay, kann ich da wieder was aufbauen oder sowas? Ich glaube, muss man gar nicht. Passt wohl. Es flimmert alles so, ne? Haben sie cool gemacht, oder? Ja, aber es ist auch ein wenig nervig, wenn du einen Platz suchst zum Bauen. Ja, das stimmt.
meinen Auftrag mit der Religionszufriedenheit, wo ich auf 15 kommen muss, habe ich immer noch nicht geschafft. Okay. Das ist, mittlerweile habe ich 3 Kirchen, 2 Missionen. Oh, die Dürre ist vorbei. Hat er gerade gemeldet. Ja, ist glaube Regen oder sowas da, kann das sein? Ja, schaut so aus. Also eine Meldung habe ich nicht gekriegt, doch jetzt. Mit Hilfe meiner patentierten Regentanztechnik konnte ich die Dürre in die Knie zwingen. Hast du auch eine Regentanztechnik? Monate gedauert. Hm? Hast du auch eine Regentanztechnik? Nee, wieso? Ich hatte so ein Fenster, was es sagte, dass die Regendürre vorbei ist. Sieg durch meine patentierte Regentanztechnik. Okay. Hier sind unsere neuesten Forschungsergebnisse. Ausländische Diplomaten stimmen uns 45% häufiger zu, wenn unsere Diplomaten weniger oft furzen oder stinken. Franz Ferdinand reist nach Serbien. Tja. Ich soll so ein komisches Trockendock bauen. Wie ging das wieder? Das lässt sich irgendwie nicht. Da musst du, glaube ich, erst freischalten, meine ich, bei der Forschung. Ja, doch, das schon, bloß ich hab die Landverbindung nicht gefunden, weil irgendwie ist da irgendwie keine Einzeichnung, dass das ein Ding Straße braucht. Anscheinend braucht es nämlich keine. Mhm. Das sind ja komische Sachen. Verordnungen. Aha, das machen wir doch mal. Wenn wir schon so schlecht ausgebildete Arbeit haben, dann können die auch schneller fertig werden, oder? Dann gucken wir mal weiter hier. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben, aber was spielt das schon für eine Rolle? Na komm, machen wir Wahlen, ne? Kommen wir sowieso nicht drum rum, oder wie ist das? Kannst du ein bisschen rauszögern, ne?
Ja, aber das bringt ja nichts. Deswegen also empfiehlt es sich, die Bevölkerung immer bei Laune zu halten und auf die Wahlen zu gehen. Das ist halt so. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass die USA schon bald wieder Munition Ich sehe einführen gerade, werden. apropos Laune, Gesundheitsversorgung ist bei mir total bescheiden. Oh, da kann ich noch was bauen, sehe ich gerade. Okay, das hat geklappt. Dann bauen wir da noch ein bisschen die Straße aus. Zack. Aha, das produziert nichts. Und warum produziert das nichts? Keine Ahnung, ne? Arbeiter sind alle da und warum produziert das dann nichts? Das ist auch gut, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Was baust du gerade oder was Das machst du ist gerade? wohl schon so eine, sag schon, ein Sägewerk. Da Aus muss, der Holz? habe ich Holz, gute Frage. Was ist denn? Das dauert eine Weile, bis das Holz dahin transportiert ist. Okay. Das kann durchaus eine Weile dauern. Aber ich muss doch irgendwo so einen Holzfällerbetrieb dann auch haben, ne? Vielleicht hat der Holzfällerbetrieb schon alles abgegrast, was in der Umgegung war. Das kann Präsident, nämlich auch sein, da sind die nämlich okay. umso länger unterwegs, um neue Herausgefunden, wie Baumstämme wir die ranzuschleppen. Überlebenschancen unserer besten Soldaten erhöhen können. Jetzt muss ich nur erstmal das finden, wo das war. Aber das war doch hier eigentlich gegenüber, Mann. Da steht eine Kaserne. So sieht das Holzfällerlager aus, okay. Nein, warum baut er die Straße dahin? Das wollte ich doch gar nicht. Na, jetzt ist es zu spät. Wer weiß, was er dabei abgerissen hat. So, glaube, es wird mal wieder Zeit. Ist schon wieder die Zeit rum, tatsächlich. Boah, wir sind viel zu lange unterwegs. Ich habe nämlich auch durch Zufall nur drauf geguckt. Geguckt, okay, dann würde ich mal sagen. Ich speichere mal. Ja, mach das mal erstmal. Ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, von mir auch recht herzlichen Dank und hoffentlich schalte ich das nächste Mal wieder ein. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.